Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Stranded Deep. Und es gab doch tatsächlich schon mal einen Hotfix von der Alpha 0.01. Jetzt heißt sie Alpha Version 0.01.H1 für Hotfix 1. Und hier gab es einige Bugs, die korrigiert wurden, zum Beispiel das Floß, welches da auf einmal mit auf dem Wasser wegspawnte, das wurde repariert. Dann gibt es ein neues Lebewesen im Meer, und zwar ein Wal. Darauf freue ich mich schon ganz besonders, ein Wal wirklich mal zu sehen. Nimmt mich Wunder, den Hai haben sie ja bis jetzt sehr gut hinbekommen und die Fische und die Krabben. Nimmt mich echt Wunder, wie dieser Wal ausschaut. Ja, was gibt's noch Neues? Man kann jetzt seit neuestem auch den Input, also die Steuerung, hier in-game ändern. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt die Steuerung bisher. Ja, hier haben wir übrigens noch den Überblick, wie was wo. Generell haben wir noch nicht wirklich viel. Sprache immer noch auf Englisch, aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Und da es ein Hotfix gab, ein Update, müssen wir leider ein neues Spiel starten, weil das gespeicherte Spiel nicht funktionieren wird, haben die Programmierer in dem Hotfix geschrieben. Und auch hier gab es irgendwie einen Hotfix. Ich weiß zwar jetzt wirklich noch nicht welches. Wir gehen jetzt einen Martini machen. Und was mir schon aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es bei euch auch aufgefallen ist, ist das die Ereignisse, die man erreichen kann in Steam, nicht gemacht werden, sage ich mal, obwohl man es eigentlich macht. So, wir haben jetzt den Martini gemacht, das kennen wir ja noch. Und diese liebe Herren sehen immer noch nichts. Ja, mal schauen. Eigentlich sollte ich doch irgendwie komisch, dass ich mit meinem Martini nicht zum Sitz gehen kann. Naja, dann trinken wir den mal hier. Altcrafting and Building Components. Ja, ja. Jetzt würde ich gerne wieder an Platz gehen. So, das ist eigentlich so quasi das Intro und Tutorial. Das könnte man auch überspringen. Aber das wäre ja nicht so schön. Boah, boah, nein, was ist das hier? Nein, 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 wir sitzen ab. Nein, nein, wir sitzen ab. Nein, boah, boah. Oh mein Gott, was ist passiert? Oh. Ah. Schnell raus! Herzlich willkommen hier auf hoher See, Long Island vor uns, Fische rings um uns, der Himmel sieht auch ein bisschen nach einer Kugel aus,
Hier oben, Hilfe! Ein Flugzeug habe ich auch noch nie gesehen. Hilfe! Hallo! Zu weit nach oben. Dann nehmen wir mal den Paddel, denn da hinten kommt schon ein Hai. Hilfe, ich gehe jetzt auf diese Insel hier. Ja, schneller! Der Hai kommt. Na, wo ist er denn jetzt? Hä? Weiß gar nicht. Naja. Ja, also auf die Insel. Mal schauen, was wir hier so finden. Also Fische haben wir genug. Müssen wir nur noch wissen, wie wir sie fangen. So. Sicher aufs Land gebracht. Den lassen wir schon mal da. Im Inventar haben wir noch nicht wirklich viel. Wir sammeln jetzt einfach mal Sticks, wo wir finden, auf und Steine, Rocks, was das Zeugs hält. Die Krabben, die lassen wir noch, denn ja, jetzt haben wir eine gute große Insel, auf der man auch wirklich ein Lager machen kann. Hier haben wir Potatoes, wenn wir Hunger haben. Ja, voll und ganz. 4. Mai haben wir. So, so. Nun ja. Wo wollte ich am 4. Mai wohl hin? Mit dem Flugzeug, mit dem Privatjet. So, hier haben wir noch Rocks und Sticks. Und dem, dass wir natürlich das machen, werden wir natürlich auch die Insel erforschen. Richtig schöne Insel diesmal. Und ja, vielleicht wird irgendwann noch ein Körper... Na, wo ist denn der Punkt? Hallo? Ah, da. Irgendwann wird vielleicht mal ein Körper auch noch dazukommen zu der ganzen Person. Und das, der Wassereffekt ist einfach gigantisch. Boah, schon alleine wegen dem Wassereffekt ist das Spiel schon grandios. Ich weiß nicht, ob man diese Seesterne irgendwann mal auch einsammeln kann. Ich weiß es nicht. Irgendwie Respawn von Stei und Sticks haben sie irgendwas dran gemacht. Ich habe es leider nicht ganz hundertprozentig verstanden, ob Steine nun respawnen oder schneller respawnen, wie oder ob es mehr gibt. Von dem ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, umso länger das man spielt, umso mehr wird man involviert in das ganze Game und wird rausfinden, wie was funktioniert, würde ich mal jetzt behaupten. So, jetzt sind wir gleich mal rings um die Insel rumgelaufen. Ja, das letzte Mal, wo ich auf eine Palme gelaufen bin oder geklettert bin, bin ich gestorben, weil ich runterfiel. Drum bleibe ich lieber hier auf dem Boden. Dann ist die Gefahr nämlich kleiner, dass ich runterfalle. So, wir machen uns danach halt schon mal eine Axt. Damit wir gescheit hier Bäume fällen können, damit wir gescheite Sticks haben. Ich laufe einfach mal hier hin, dass wir auch hier sehen, was wir hier haben. Und da haben wir so Fässer. Und das kann Moos, ja. Ja, fällt mir gerade nicht mehr ein. So, auf jeden Fall rennen wir hier mal. Was es mit den Löchern hier auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Kommen da eventuell mal irgendwie Kampfameisen raus oder so? Ich weiß es nicht. So, da vorne ist unser Boot. Das heißt, wir sind schon einmal rings um die Insel rumgelaufen. Und wie soll ich sagen, eine Yucca-Palme oder wirklich was Essbares, außer Krabben habe ich jetzt auch nicht gefunden. Doch, hier habe ich eine Yucca-Palme und da vorne auch nochmal. Ja, super. Dann werden wir mal das Boot hier hinholen. Ein schöner Ort, wo ich da bin, aber... Wir holen das Ganze.
können das... Oh je, da geht auch das Boot kaputt. Nicht? So, komm her. Ah. So, ja. Liebes Boot, komm mit. So, hier haben wir eine Potato-Pflanze. Und das Boot will immer noch nicht mit. Kommst du jetzt? Kommst du jetzt? Ja, sehr schön. Ja, näher zur Yucca-Palme. So, schöner Ort hier. Und hier machen wir auch unser Depot. Da haben wir noch einen Stone. So, ist das eigentlich auf meinem Bildschirm der Punkt? Ja, jetzt. Ich hatte einen Punkt auf dem Bildschirm, der hat mich ein bisschen irritiert. So, also, wir machen hier mal unser Lager. Schmeißen einfach mal alle Sticks drauf. Mit Q. 4, 5, 6 und gleich daneben hier in dieser Bucht machen wir alle Steine. Die brauchen wir sicher auch noch. So, dass wir alles beieinander haben. Jetzt nehmen wir das Messer und fällen mal so eine Yucca-Palme. 3, 4. So. Nein, wirf das Messer doch nicht weg. Mensch. Ja, da ich kann natürlich nicht das Ganze immer und immer wieder craften. Also schon, aber das muss zuerst mal nachwachsen. Zum Glück gibt es ja hier 2. So, mehr habe ich leider auch nicht gefunden. Aber ja, das reicht schon. Die kommen ja regelrecht eigentlich schnell wieder her. So, 4 Torch. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir nebst einem Feuer und Nahrungsbeschaffenheit zu tun, werden wir uns natürlich auch eine Hütte bauen. Und das hier wird unser Arbeitsplatz. Hier craften wir. Wir machen uns gleich mal einen Hammer, nee, eine Axt. Und rüsten uns damit aus und fällen mal... Ja, welchen Baum fällen wir? Fällen die da einen, genau, diesen da. So, ich hoffe natürlich, dass die Palmen auch wachsen wie die Yucca-Palmen und die Potato. So, den ziehen wir gleich mal mit. Du bist am falschen Ort, du musst da vorne hin. So. Ich bin schon ein starker Mann oder eine starke Frau. So, den bearbeiten wir mal zu Sticks. So, geht halt ein bisschen, aber das kommt gut. Solange es nicht regnet, ist es nicht so schlimm. Voilà. So, richtig hinlegen. Voilà, neben die anderen Sticks, dann bringt das Ganze auch was. So, schön gebündelt. So. Ja, das dauert halt jetzt ein bisschen. Wir haben, zeittechnisch haben wir ja kurz vor 2. Gleich da zusammen hier. So, jetzt haben wir gleich mal alle Sticks zusammen und seht ihr schon einen Unterschied? Die Sticks von den Bäumen zu den Sticks, die wir auf dem Boden gefunden haben. Richtig gut gemacht. Gefällt mir echt gut, wie sie das Spiel umsetzen. So. So, rücken wir mal alles zusammen, dass wir wirklich alles haben.
Und aus dem letzten bekommen wir dann Palmwedel. Ne, Palmblätter. Oi. Das geht in der Regel eigentlich schon besser, würde ich mal sagen. Ja. So. Mikado meine ich. Kennt ihr das Spiel? So. Und den da ziehen wir uns hier runter. Denn hier machen wir unsere Palmenblätter hin. So. Also wir haben eine Axt schon gecraftet und wir fällen uns noch eine Palme. Wir können zurzeit nur So, jetzt nehmen wir noch Krabben mit. Nur die großen, die kleinen lassen wir noch wachsen. Die mittleren nehmen wir auch noch mit. Oh, das ist eine fette. Haben wir schon mal ein bisschen Nahrung beisammen. Die Nahrung deponieren wir auch hier. 4 Krabben. Kokosnüsse habe ich auch noch irgendwo mal gesehen. Und zwar da hinten sollten noch Kokosnüsse liegen. War das ein geiziger Kokosbaum? Hey. Eine Kokosnuss. Eieiei. Das Coole ist auch noch, man kann auch Kokosnüsse pflücken, ohne dass man den Baum fällt. Zeige ich euch mal schnell. Oh, ich habe ja noch Material zum Wegschmeißen. So, ja, ich zeige euch mal, wie man Kokosnüsse erntet, ohne den Baum. Reif. So, so kann man Kokosnüsse ernten. Ich weiß nicht, ob ich das Essen separatisieren soll, also Kokosnüsse zu Kokosnüsse und Krebse zu Krebsen. So. Solche, die noch unreif sind und solche, die reif sind. Perfekt. Also Nahrungsmittel haben wir auch schon gesichert. Machen wir uns mal einen Hammer. Dafür brauchen wir einen Stick, 2 Steine und eine Schnur. So. Grow the Hammer. Ja, mit dem Hammer können wir uns jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich. Ja, mit dem Hammer können wir uns jetzt von Foundations errichten und ja genau, ich baue mir jetzt hier meine Hütte hin. Das erste Mal, wo ich das übrigens mache. 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. So. Nein, wir wollen kein Campfire. Wir nehmen jetzt nicht die Axt und den Hammer. Und Foundation. Machen die etwas. Machen wir die? Ja, wir machen die mal ein bisschen höher. So, jetzt brauchen wir noch eine Foundation. Das wäre ja eine kleine Hütte. Ich will mal ein 4x4 machen. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Man hätte auch jetzt gleich hier das Ganze bauen können, bevor man dann das Ganze setzt. Muss man ja eh auswählen, wo und was und wie. So, Hammer
Und noch eine Foundation. Und zwar gleich nebenan. Ja, yeah, perfekt. Kann man übrigens jederzeit noch erweitern. Und die Schnelltasten funktionieren auch sehr gut. Jetzt wird es schon dunkel. Hier Sonnenuntergang. Blendet wirklich grausam. Wumms, da ist die Sonne weg. Hm. Und da kommt der Mond. Gut, wir müssen uns ein paar Sticks organisieren. Wir nehmen diese Palme. So, und hack, hack, hack und hack und hack und hack und weg. So, nee, du fällst mir jetzt nicht dahin. Also das sind schon lausige Ausbeute von diesen Palmen, die wir hier ja, auseinandernehmen. Zwei Kokosnüsse. Ich glaube, man hat mehr Kokosnüsse, wenn man sie so pflückt, anstelle jetzt hier. Wenn es dunkel ist, sehe ich nicht mehr, wo ich meine Sticks hinmachen soll. Finde ich nicht toll. Mit L passiert nichts. Ich habe ja auch keine Taschenlampe. L, nichts da. Naja, ich sehe ja jetzt noch was. Und wir machen natürlich logischerweise die Nacht durch, weil wir noch kein Bett haben. Und ich hoffe, dass die Steine wirklich respawnen hier auf der Insel, weil ansonsten wird es recht mühsam mit den Steinen. Denn man müsste ja einen Stein in zwei teilen, dass man einen Speer und ein Messer machen kann. Falls unser Messer mal kaputt geht, kann man sich ein eigenes Messer craften. Und ja, wenn du noch vier Steine zur Verfügung hast und auch Steine irgendwie bräuchtest für ein Lagerfeuer, für ein besseres Lagerfeuer oder sonst irgendwie so, dann wird es schon ein bisschen eng, was das Ganze betrifft. Wenn man nur vier Steine hat und auf der ganzen Insel einfach nichts findet. So. Haben wir noch einen Stick hier. Das ist ein Block. Trunk heißt irgendwie, ja, Baumstamm. Und Block ist, ja, was ist ein Block? Naja, okay. Also wirklich, in dem Spiel muss man nicht viel Englisch können. Wie ihr merkt, das ist das Einzige, was, was eigentlich geschrieben ist, das sind halt die Erklärungen und so, aber sonst, wir wissen ja, das ist Holz und das andere ist ja Krabbe und noch weitere sind Palmblätter und so weiter. Das wissen wir ja schon. Das ist so das Grundwissen von jedem Gamer. Das und das und jenes. So, jetzt haben wir es. Hier steht zwar Lock, aber am Schluss gibt es doch Palmblätter. So. Nur aus Palmblätter können wir nichts machen. Gut. Wir haben jetzt zwei Foundations. Ich würde sagen, wir machen noch eine Foundation. Und zwar machen wir hier so ein viereckiges Haus. Wieso ist das alles nicht zusammen? Ah ja, jetzt. Schwupps, jetzt haben wir keine Sticks mehr. So, gut. Als nächstes habe ich gesehen, wir brauchen 5 Sticks. Und wie viel waren das schon wieder von denen? 4 oder 5 oder 6? Waren das 6 und 5? Hm, weiß ich jetzt gerade nicht. Da haben wir die Yucca-Palme, da können wir wieder ernten. Boah, ich wollte gerade sagen, Bäume habe ich keine gesehen. Nein, Steine habe ich keine mehr gesehen. Gut, ich war, wir sind jetzt auch nicht auf der Insel rumgelaufen. So.
Voilà, dann nehmen wir wieder die Axt, weil wir haben schon wieder keine Loks. Das ist ja richtig schlimm. So, du bist noch ziemlich hoch. Ja, ich hoffe wirklich, dass hier die Palmen wieder nachwachsen, weil sonst wird es wirklich ein kleiner Aufenthalt auf dieser Insel. Und all das, was wir hier uns aufbauen, ist quasi dann am Schluss verloren, weil wir einfach nicht mehr wissen dann, wo wir sind. So, wie sieht's mit dem Hunger aus? Ja, Feuer sollte ich mir auch noch machen, bevor da jetzt wirklich alle Loks weg sind, sprich alle Bäume. Und dann heißt es Krabben. Braten, und das kann lange gehen. Also eigentlich garen und nicht braten. So. Das dauert halt immer ein bisschen, bis wir hier mal die Rohstoffe zusammen haben. Aber ist auch wieder eine mittelgute Insel. Hier haben wir jetzt endlich mal richtig schön sandigen Platz, wo wir wirklich das Ganze deponieren können und auch den Überblick haben, wo was ist. Bis jetzt ist eigentlich das soweit gut. Bäumtechnisch ist es ein bisschen eine magere Insel. Man hat ja schon genug Sticks, aber ja, also das nächste, was wir uns bauen, wird eine Treppe sein, dass wir unser Fundament schon einmal machen können, und danach wird hier 5, und danach wird ja Campfire gemacht, dass wir was essen können. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Keine Ahnung. Nein, den Hammer brauchen wir. So. Immer noch eine Foundation. Habe ich zu wenig oh Gott, Palmen hier. Ja. Materialtechnik. Wo ist denn jetzt, bitteschön? Ja, immer noch nur eine Foundation machen. Ah, muss ich das vielleicht. Muss ich das vielleicht in der Nähe von der Baustelle ablegen? 3, 4, 5. 5 und da glaube ich 6. 1, 2, 3, 4, 4. 4, 4, 4. 4. 4 und noch 2. 5, 6. So. Mal schauen, ob das jetzt geht. Den Hammer. Dazu, weil was macht ein Rock? Nee, hier machen wir Support. Dann machen wir einen Support. Ne? Das ist halt hier eine Step 6 Ropes und 5 Sticks. Willst du mich veräppeln? Hatten wir das schon. So, und zwar machen wir den Eingang hier hinten. Und machen wir schon mal einen Support. So, und das wäre unsere Plattform.
Der Support, ne, ich weiß ja nicht. Wir machen mal an jede. Ecke ein. Solchen. Pfeiler hin, dass wir dann auch Wände machen können. Ich wollte schon sagen, schon wieder keine Sticks mehr. Also die Sticks habe ich wirklich bald keine mehr. Das ist nicht mal gelogen. Support. Und zwar hier hinten. Wir brauchen noch 1, 2, 3 Support-Stäbe und wir haben aber nur 2. Hm. So, solange es nicht regnet, ist ja alles okay. 3, 1, 2, 3. Ja, einen haben wir noch. Wie sieht es mit dem Hunger aus? Wir essen nachher gleich mal. Wir essen nachher gleich mal eine Ananas. Ja, so weit kommt's noch. Eine Kokosnuss, Mensch. Fideli, Fidela. So, wir trinken und essen eine Kokosnuss. Am besten schon eine, die hier ist. Den Trink-Audio-Effekt haben sie auch geändert. Ich bin mal gespannt und halt jetzt meinen Mund. Nee, das ist immer noch der gleiche. Naja, okay. So. Und wir machen diese Kokosnuss auf. Und hier haben wir eine Kokoshälfte und eine Kokoshälfte. Und ja, Durst haben wir keinen mehr. Mal schauen, wie viel wir durch eine Kokosnuss an Nahrung bekommen. Ja, ein solchen Erfolg habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben ja auch eine Yucca-Palme. Also Yucca-Palmen haben wir mehr als andere Palmen. Mal schauen, wenn wir hier jetzt oh, den haben wir jetzt komplett abgehauen. Der wächst sicher nicht mehr. Gut, ein Baum braucht natürlich schon eine Zeit, bis er gewachsen ist. Das ist ganz klar. Aber ich hoffe, wir warten hier nicht irgendwie 3,5 Jahre, bis ein Baum auf wieder gewachsen ist, weil wenn wir hier ringsrum schauen, die Inseln, die sind alle ein Stück weit weg. Ein Campfire, das kann man ja nicht mehr ausmachen und wieder an, sondern wenn es einmal an ist, leuchtet es oder brennt es einfach. Und ja, für das brauchen wir 5 Sticks für so ein. Oh. Jetzt müssen wir mit dem Messer dahinter. Ja, wir bringen das ganze Zeug. Wir bringen das ganze Zeug jetzt hier hin. Damit wir wirklich einen zentralen Platz haben, wo wir craften und unser Haus hinbauen und so weiter. So. Und nachher müssen wir mal alle Kokosnüsse zusammensuchen, die wir auf der Insel finden. Denn uns sind schon einige Kokosnüsse runtergefallen. Zum Beispiel hier haben wir eine. Ich dachte, da wären mehr gewesen. Da haben die Krabben gegessen. Ja. Gemeinen. Das ist eine Potato-Pflanze. Ja, das nimmt mich jetzt echt wunder, ob die Palmen wirklich wieder reanimiert werden, sprich wieder wachsen würden, oder ob die für immer wegbleiben. Ich meine, wenn die Inseln näher aufeinander sind, wäre das ja eigentlich, wäre das ja an und für sich gar nicht mal so schlimm, wenn die nicht mehr würden wachsen oder so. Aber
Ja. Wenn man natürlich sein Zuhause wiederfinden würde, wenn man es gebaut hätte, also nee, wenn man das Gebäude, sprich die Insel, wo das Gebäude, wo man drauf ist, Start, also Main Insel, wenn man die wiederfinden würde, wenn man lospaddelt zu einer anderen Insel, wäre das ja ganz okay. Aber das ist leider nicht der Fall. Also vielleicht wird es der Fall sein, wenn wir hier mal eine Hütte gebaut haben. Ich weiß es nicht. So, wir machen uns auf jeden Fall mal eine Menge Sticks. So. Pro so Log bekommen wir 4 Sticks. Das heißt, wir bekommen zusammen, alles zusammen, sollten wir 12 Sticks bekommen. 16 Sticks, Entschuldigung. Ja, komm, wirf doch das Ganze noch weiter weg. So, und das wäre der Oberburner. Wenn der jetzt auseinanderfliegt, dann ist totale Chaos. Schauen wir mal. So. Oh, nicht mal. Okay, wir machen uns einen Hammer. Ja, nee, einen Hammer haben wir schon. Wir machen uns eine Axt wieder. Und noch so eine Yucca-Schnur. Axt. So, weil das Messer ist auch schon ziemlich beschädigt. Jetzt machen wir uns noch eine Foundation. Ja, ist gut. Campfire und das setzen wir vor die Hütte. Und zwar so schräg. So, hier hin. Das Feuerzeug. Und die Krabben. Deshalb müssen wir es ja noch manuell machen. Ja. Sieht es aus, wie aus der Mikrowelle Bing macht. Das dauert eben ziemlich lange. Erst dann sind die Krabben wirklich genießbar. Und ich werde nicht gleich alle Krabben kochen, weil, ja, ich weiß nicht, gekochtes hält nicht so lange wie rohes. Weil ich weiß nicht, wie realistisch das Game wirklich ist. Zurzeit ist es sehr realistisch. Und ich hoffe, dass die Palmen wirklich nachwachsen. Weil wenn nicht, dann ja, haben wir wirklich ein großes Ruderproblem. Dann heißt es für euch, dass wir circa 30 Minuten lang, und ich weiß nicht, ob ihr das wirklich hören wollt. ja. Die Krabbe, die braucht noch eine Zeit. So, wir haben das Ganze jetzt auf dem Campfire. Ich weiß nicht, kann ich das? Habt ihr es gehört? Ding hat's gemacht. Und diese Krabbe, die. Ah, hallo. Diese Krabbe, die ist schon mal gut. Heiß und gut. Wie soll es auch anders sein? Wir warten jetzt mal eine halbe Stunde, die Krabbe durch ist. So. Diese Krabbe werden wir schon mal essen. Wir haben jetzt ja 3 von 7 Strichen noch übrig. Jetzt essen wir mal. Und genau ein Strich gab es für eine Krabbe.
einfach unglaublich. Also ein Kochtopf wäre nicht schlecht. Ja, also wir machen so erstmal den. So ein richtiger Kochtopf wäre echt nicht schlecht. Das glaubt ihr mir zwar jetzt nicht, aber es ist so. Oder wenn man das Ganze aufspießen könnte und dann ans Lagerfeuer stellen könnte, wäre auch natürlich eine geniale Idee. Aber jetzt müssen wir es halt so tun. Aber ich finde, die Krabben, die sollten schon mehr Nahrung geben als nur ein Strich nach oben. Da müsste man ja 7 Krabben essen, wenn das Ganze weit unten ist. Und ja, ihr merkt schon, es geht extrem lang, bis wir das Ganze gebraten haben. Ah, du willst nicht. Aber das Feuer macht dir nichts. Würdest du jetzt bitte schön über dem Feuer bleiben? Ich weiß ja nicht, was du gegen das Feuer hast. So, dann rauchen wir es halt durch. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie eine Rolle spielt, wie nahe das Ganze am Feuer ist oder nicht. Und dass das Feuer so mit der Zeit abgenutzt ist und so weiter und immer kleiner wird und so weiter, das finde ich eine richtig geniale Sache. So. Habe ich gleich den Überblick verloren, wo was ist. Also essenstechnisch gesehen. In der nächsten Folge werden wir noch schauen, ob wir einen Wal sehen. Und ja, ich mache jetzt hier noch geschwind die zweite Krabbe fertig und dann noch eine Kokosnuss. Ne, und dann suchen wir noch alle Kokosnüsse zusammen, die hier auf der Insel liegen. Und dann ist das Ganze gut. So. Ja, voll gegessen sind wir zwar noch nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe mein E-Mail-Fach noch offen. Das sind die Töne, die ihr hört. Kann das sein, dass das Material despawnt? Das wäre natürlich absolut negativ. Nein, hier sind die ganzen Sachen. Und eine noch am Wasser. Ich weiß gar nicht, kann es möglich sein, dass das Wasser manchmal näher ans Wasser kommt, auf den Strand kommt. Oder ob das immer gleich bleibt. Das wäre noch etwas zum rausfinden. So eine Angelrute wäre auch nicht schlecht. Und hier haben wir unser Bad. Hier liegen ja Kokosnüsse rum. Hey. Und ich reklamiere, ich habe keine Kokosnüsse. Eieiei. Das Feuer ist ja gut. Das sagt uns immer, wo wir was finden. Nein, Quatsch. Boah, schaut euch mal die Kokosnüsse an. Können wir Bowling spielen damit? Wo war ich denn jetzt? Ah, hier liegen noch ein paar. 2. Und da vorne noch ein paar. 3, 4. Ja, hier hatte zwar Palmen noch, aber ja, irgendwie, wenn du alle Palmen
fällst, hast du natürlich nichts mehr. Und cool wäre es, wenn man diese paar Stämme, die schon down sind, auch irgendwie noch. So, also ein Kokosnüssen hapert es garantiert nicht. So, zwei Kokosnüsse, die wir leer trinken. Wobei Kokosnuss trinken, das gibt volle. So, also. In zwei geteilt. Das kann ich mit dem Hammer auf dem Ganzen machen. Ich weiß auch nicht, ob man das Ganze wirklich kombinieren könnte. Ich weiß auch gar nicht, was man aus Kokosnüssen genau will machen. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt waren. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich denke mal, wir brauchen noch da Yucca. Dinger. Also ich sage echt, am einfachsten wäre, wenn man wirklich alles aufeinander würde machen. Ich glaube, Steine fehlen noch. Nee, die habe ich da hingelegt. Die Steine. Das wäre ja wirklich genial, wenn. Ich kann immer noch nichts basteln. Zu wenig Yucca-Pflanzen. So, komm. Die spawnen ja zum Glück schnell, die Yucca-Pflanzen. Schneller als ein Baum. Potatoes. Ah, falsche Taste. So. Ein Bett könnten wir machen oder ein Hammer. Nein, falsch. Wir wechseln auf. Ach du idealerweise würde ich mal das Ganze. Würde ich mal das Ganze zur Baustelle bringen und erst dann versuchen, eine Wand zu machen. Würde mehr Sinn machen, würde ich mal behaupten. Und einen Hammer und. Hier haben wir eine Wall. Und zwar machen wir. Wieso kann ich jetzt hier keine Wall setzen? Sag mir das mal. Ah, jetzt. So, so sieht eine Wall aus. Und jetzt fehlen natürlich wieder Materialien. Wie zum Beispiel diese Sticks. Da kommen wir nehmen einfach mal alles nach oben, was wir nur können nehmen. Denn wir wollen jetzt noch als nächstes. Super. Nein, das war die falsche Taste. Hier noch die Sticks alle mitnehmen. Ich wollte eigentlich noch ein Dach bauen. Ich versuche das dann auch mal als nächstes. Nee, kannst du gar nicht. Eine Steps oder eine Wall. So, wir gehen wieder nach oben, machen die Wand nebendran zu. So, ich hoffe natürlich, dass das Ganze dann auch irgendwie
wegspawnt, das Ganze, also von dem Baum, wo in das Gebäude reingeht. Das wäre natürlich genial. So, und... Ne, super, kann ich nicht brauchen. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas noch, was ich brauchen könnte? Nein. Nein. Eigentlich wollte ich ja schon längst Feierabend machen. Ne? Fällt euch das auch auf? Steine haben wir ja drinnen. Ich finde meine Yucca-Palmen nicht mehr. Ach, da. Verstecken die sich einfach bei mir? Eieieiei. Also 2 ist eigentlich schon eine rechte Low-Ausbeute an den Yucca-Palmen hier. Taters lassen wir noch. Und ja, wir schauen die Insel an und merken, irgendwie hat es immer wie weniger Bäume. Und irgendwie stimmt das Ganze auch. Immer noch ein Support. Und wozu brauche ich denn jetzt einen Support? Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich zu wenig Holz? Das könnte noch sein. Ui, nee. Das ist so eine Einsame, die im Wasser steht. Tut mir leid, glaub dran. So. Tut mir leid. So. Durch alles drüber, durch alles drauf und so. Hier machen wir am meisten. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier Sticks. Wir sind sicher schon eine Stunde dran am Spielen. Das ist einfach unglaublich. Oh, das war eine kleine Palme. Noch im Wachstum. Ein Bett wäre auch mal was Schönes. 2 Tage haben wir schon überlebt. Na, schau mal an. Kam mir gar nicht so lange vor. Nun ja, okay. So. Und wollen wir Baustelle? Hier haben wir Baustelle. In Wirklichkeit wird es auch schon einfach alles drauf machen und eine Taste drücken und... das ist ein Dach, hä? Ja, machen wir doch mal ein Dach drauf. Mal schauen, wie das ausschaut. Oh oh. Ich brauche noch was. Ein Support. Und zwar hier in der Mitte. Leider. So, nochmal ein Roof. Und wenn das jetzt nicht geht, dann fragt mal die Götter danach. So. Tada! Wir haben das erste Dach hier. Wie schön. Juhu. Irgendwas fehlt noch, ne? Ich würde mal schwer behaupten, ein bisschen Holz. Das weiß ich nicht, könnte man... Jetzt habe ich kein Holz mehr. Mann, Leute! So eine große, gute Insel und dann kein Holz. Also die Krabben kommen mir vor, als würden die sich wie Sand am Meer vermehren. Boah, was für eine große Krabbe hier. Ich auch und... Ja, schaut mal an, Krabben gibt's genug. Ein Schlag. Ja, euch zwei lassen wir. Stick, so groß. Na, Halleluja.
Okay, Sticks scheinen wieder zu respawnen. Stein. Ja, super. Ah. Welche Krabbe? Okay. Gegen den Mond zu schauen ist nicht ganz so interessant. Ich suche noch ein paar Sticks zusammen, ohne dass ich jetzt einen Baum fälle. Denn ja, ich hoffe mal, dass das Ganze irgendwie wirklich mal dazu kommt. Und hier im Dickicht finde ich natürlich auch nichts. Mein Gott, komme ich mir vor wie im Urwald. Das wäre natürlich schon wirklich sehr, sehr, sehr interessant. So. Wir schauen. Oh. Okay. Hier sehen wir die Ancient quasi, also bis wohin, dass es wirklich eine Animation gibt und was alles andere, was quasi von Weitem immer gleich ausschaut, mehr oder weniger. Sprich, wir sehen im Prinzip hier der Radius von der Insel, den weißen Balken zufolge. Wir schauen jetzt hier den Sonnenaufgang an. Und hoffen, dass wir in der nächsten Folge hier sicher wieder runterkommen. Unterdessen hoffe ich natürlich auch, dass hier die ein oder andere Palme wieder wächst. Das wäre extrem wunderschön. Und die Sticks und die Rocks hier wieder respawnen, weil ja, Steine abbauen geht ja noch nicht und Bäume pflanzen auch noch nicht. Also Setzlinge zu bekommen, haben wir noch nicht die Möglichkeit dazu. Wenn wir das hätten, dann könnten wir uns die Bäume wirklich wieder setzen und wissen, dass sie auch wieder wachsen. Vielleicht kommt es noch, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall mit diesem wunderschönen Ausblick hier übers Meer verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.